Ja, prima. Das geht hier Schlag auf Schlag. Ich würde jetzt loslegen. Also nochmal herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema E-Rechnungspflicht in Europa. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass sich so viele Teilnehmer angemeldet haben zum heutigen Webinar. Damit haben wir gar nicht gerechnet, auch wenn das Thema natürlich ein sehr aktuelles und spannendes Thema ist und wir natürlich auch versucht haben, die Agenda heute so zu gestalten, dass es für Sie auch möglichst interessant ist. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar organisatorische Themen, bevor wir dann mit dem Content loslegen. Die Teilnehmer sind alle auf stumm geschaltet. Das heißt, wir können sie nicht hören, wenn sie versuchen, uns anzusprechen oder Fragen stellen möchten. Dann tun Sie das bitte über die Chat-Funktion. Es gibt hier in dem Tool sowohl eine Chat- als auch eine Q&A. Bitte nehmen Sie die Chat-Funktion und wir würden uns dann um die Fragen am Ende des Webinars kümmern und versuchen, die bestmöglich zu beantworten. Es ist auch so, dass das Webinar aufgezeichnet wird und alle Teilnehmer im Anschluss an das Webinar eine E-Mail bekommen mit einem Download-Link für die Folien und auch zu der Aufzeichnung, sodass man das dann nochmal nachvollziehen kann. Sage ich kurz was zu den Referenten. Ich habe jetzt gerade schon geredet. Mein Name ist Jan Bienefeld. Ich bin seit einiger Zeit bei JobRouter verantwortlich für unsere Direktkunden im Vertrieb. Und wir haben heute, worüber ich sehr froh bin, eine zweite Speakerin in dem Fall. Das ist die Nina Harms von der Firma Bompago. Nina ist dort Geschäftsführerin und unter anderem aber auch nebenbei noch Vorstandsvorsitzende beim Arbeitskreis Digital Office Compliance, so heißt es, bei der Bitkom. Und dieser Arbeitskreis beschäftigt sich unter anderem auch mit dem Thema E-Rechnung und auch mit anderen Themen wie Verfahrensdokumentation. Das heißt, sie kennt sich da mit dem Thema hervorragend aus und ist genau die richtige Person heute, uns durch den Content zu führen. Wir haben auch einiges vor. Wir haben viele Bullet Points und viel Content vorbereitet. Ich werde jetzt nicht alle hier einzeln vorlesen. Wir haben das Ganze in zwei Arbeitsblöcke unterteilt. Der erste Block ist der Block, den Nina übernehmen wird und sie wird uns hier vor allen Dingen eine Einführung geben in das ganze Thema E-Rechnung. Wie ist da der Status quo? Was bedeutet das überhaupt? Wie sind die rechtlichen Grundlagen? Wie ist auch der Ausblick? Ja, was soll da kommen? Aber auch praktische Themen zum Thema, wie würde ich mich am besten auch einem Projekt zum Thema E-Rechnung auch nähern? Und wie gesagt, wenn da Fragen zu sind, gerne über die Chat-Funktion. Wir würden die dann im Anschluss versuchen zu beantworten. Damit jetzt auch genug zur Einleitung. Nina wird jetzt starten mit dem ersten Teil und ich würde an der Stelle jetzt kurz an Nina übergeben. Sie übergibt dann nachher nochmal an mich zurück. Ich würde dann nochmal erklären, ein bisschen was zu JobRouter sagen und erklären, wie wir das Thema E-Rechnung lösen würden in JobRouter und danach dann die Fragen beantworten. Nina, damit rüber zu dir und allen Teilnehmern viel Spaß. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank auch für die Anfrage. Das Thema E-Rechnung ist ja derzeit sehr, sehr präsent. Und wir werden auch nicht in dieser kurzen Zeit alles behandeln können, was es zu sagen gibt. Da gerne, wenn im Nachgang Fragen sind, auf uns zukommen. Es gibt da noch viel, viel zu besprechen. Ich versuche jetzt erstmal so den groben Überblick zu geben. Es wird sicherlich unter Ihnen Unternehmen geben oder Organisationen, die vielleicht auch schon ein Stückchen weiter sind als die anderen. Von daher erstmal so Ziel des heutigen Webinars, da so einen Überblick zu bekommen, an der einen oder anderen Stelle vor allem eine Einordnung der Themen vorzunehmen. Wir hatten ja auch Verfahrensdoku, Meldeverfahren und Co. mal mit eingetragen in das Ganze jetzt bei uns ja in die Agenda. Und ich versuche das jetzt erstmal einzuordnen, dass Sie da Bescheid wissen, wo wir derzeit stehen. Jan hatte auch schon kurz angekündigt, ich bin tätig bei Bompago, will gar keine große Eigenwerbung machen. Es geht eher darum zu sehen, dass Sie wissen, wo wir tätig sind. Und zwar sind wir eine Beratung, die anbieterneutral schaut, was der Kunde braucht. Das kann eine ÖV sein, das kann eine Privatwirtschaft sein. Also da sind die Kunden von kleinen KMUs hin zu auf Bundesebene, Bundesbehörden, alles dabei. Und wir schauen von der ersten Strategie, das heißt auch wenn teilweise noch gar nichts da ist, bis hin zur Auswahl von passenden Lösungen, hin zu Anforderungsdefinitionen, Auswahlprozessen und vor allem, und das ist das Thema, was ich heute hervorheben möchte, auch das Thema Change Management. Angenommen, Sie haben auch beim Thema E-Rechnung schon alles umgesetzt, Sie sind schon ready.
denken Sie da immer dran, dass Sie auch die Leute mitnehmen, die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen mitnehmen, weil sonst funktioniert das Ganze auch nicht reibungslos. Das führt mich auch zu unserem Slogan, das sehen Sie rechts in der Ecke, das ist Digitalisierung, die menschelt. Das machen wir bei uns in den Projekten, aber eben auch, also quasi die Art und Weise, wie wir arbeiten, aber auch, wie gesagt, Fokus in den Projekten. Denken Sie an die Menschen auch dahinter und nicht nur rein ans Steuerrechtliche, was auch wichtig ist, aber berücksichtigen Sie das halt mit dabei. Ansonsten, Jan hat das ja auch schon angekündigt, wir sind bei den Verbänden von VAR bis zu Bitkom. Bitkom ist eher so mein Themenfeld. Wir werden auch gleich auch die eine oder andere Befragung sehen, die wir zusammen gemacht haben. Das ist immer auch das die Möglichkeit, so diese Kombination aus den Projekten, die wir machen, hin zu der Wirtschaft und zur Politik, das alles so unter einen Hut zu bringen und da auch alle Anbieter mit an Bord zu haben. Wir sind mit dem Thema E-Rechnung groß geworden. Das ist jetzt ein Zeitstrahl, der nun mal darstellen soll, dass wir nicht erst seit diesem Jahr, wo ja auch der, ich nenne es mal, der Hype ein bisschen losging im B2B-Bereich, haben wir nicht erst da angefangen, uns mit der Thema oder mit dem Themenfeld E-Rechnungen auseinanderzusetzen, sondern das liegt schon weit über 10 Jahre zurück. Also mein erstes Projekt war, glaube ich, auch 2014 zum Kontext E-Rechnung. Und wir haben immer versucht, sowohl auf der Ebene der öffentlichen Hand, also von Bundesbehörden hin zu Großstädten, Städten, Kommunen und Co., auch immer die Privatwirtschaft mitzudenken, weil das Ganze funktioniert nur perspektivisch, wenn wir wirklich alle an einem Strang ziehen und auch alle die E-Rechnung mit umsetzen, weil sonst bringt das Ganze nicht viel, wenn wir irgendwie nur die einen Stakeholder E-Rechnungsready haben und die anderen nicht, dann funktioniert das ganze Ökosystem natürlich nicht. Und da haben wir, wie gesagt, schon viele, viele Projekte begleitet, sowohl privatwirtschaftlich als auch in der ÖV. Und versuchen jetzt eben auch in dem Jahr, in dem wir jetzt sind, wir werden später nochmal konkreter in die Zeitplanung der B2B-Verpflichtung reingehen, da wirklich auch die Lessons learned mit reinzunehmen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache bei allen Umsetzungsprojekten. Wollen wir aber jetzt auch fernab der Bompago-Einordnung in das Thema reinkommen. Das Thema E-Rechnung vorab ist nicht nur zu sehen als irgendwie Verpflichtung. Also wir haben den Titel zwar mit der Verpflichtung mit reingewählt und wir wollen alle gesetzliche Vorgaben, die kommen mögen oder die kommen werden, ja umsetzen. Die E-Rechnung heißt aber viel, viel mehr. Und klar, es ist auch ein Unterschied, ob Sie schon was haben oder noch nichts haben. Prototypisch ist halt zu sagen, Sie können Ressourcen sparen, Sie können optimieren, Sie können Transparenz schaffen. Ich will hier auch nicht jeden einzelnen Punkt vorlesen. Was ich hervorheben möchte, ist, dass Sie diese E-Rechnung auch als Katalysator nehmen können. Also ich habe viele Kundenprojekte, wo wir vielleicht mit der E-Rechnung auch starten, zu digitalisieren. Klar, Sie müssen dann auch langsam starten, aber das auch zu nehmen, um vielleicht andere Prozesse mitzudenken, sei es eine Personalakte oder Freigabeprozesse anderer Natur. Und das so als ersten Stein der Digitalisierung zu nehmen, falls Sie noch nicht losgelegt haben. Und ganz wichtig auch beim Thema E-Rechnung, dadurch, dass Sie jetzt ja auch Daten produzieren, Daten digital perspektivisch vorliegen haben, das Ganze zu nutzen, um nicht nur bessere Prozesse zu haben, sondern auch diese Daten weiter zu nutzen. Stichwort Datenökonomie, Erkenntnisse gewinnen. Es gibt ja auch das Lieferkettengesetz, was sich ja auch ganz klar um Daten mitdreht. Also sehen Sie da auch die Chancen und die Potenziale, die fernab dieses, sagen wir mal, kleinen Prozesssteins der Rechnungsbearbeitung, sei es Eingang oder Ausgang ist, sehen Sie das halt auf jeden Fall mit. Und seien Sie da einfach bereit, um da auch den Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Soll jetzt aber nicht nur um die Vorteile gehen, sondern auch jetzt thematisch rein, was ist überhaupt eine E-Rechnung? Ich hatte schon angekündigt, ich werde was rein oder mitbringen, was wir bei Bitkom auch erstellt hatten. Ich werde auch nicht alles jetzt hier vorlesen. Sie können gerne im Nachgang nochmal diesen ganzen Artikel mit allen Auswertungen und Zahlen lesen. Wir hatten im Nachgang zu einer jährlichen Erhebung, die es von Bitkom gibt, nochmal Fragen gestellt zum Thema E-Rechnung. Und die Idee war, herauszufinden, wie weit ist die Privatwirtschaft im Bereich der E-Rechnungsversendung und was
klar ist und was, denke ich, auch jedem klar ist, dass durch Corona sowieso schon ein kleiner Anteil oder der Anteil der Papierrechnung leicht zurückgegangen ist, vor allem in den Großkonzernen, in den größeren Unternehmen. Das aber ganz klar, und das ist bei dieser Befragung sehr, sehr deutlich geworden, dass viele gesagt haben, ich nutze ja schon E-Rechnungen. Ja, aber E-Rechnungen wurden da definiert als PDF-Rechnung. Und das ist das, was ich vor allem in dieser Folie nochmal zeigen möchte, oder worauf auch der ganze Vortrag basiert. E-Rechnung heißt nicht PDF-Rechnung. Ich habe unzählige Termine und Abstimmungen die letzten Wochen gehabt, nachdem das ganze Thema ja B2B-Verpflichtung ein bisschen präsenter geworden ist. Das ist immer noch ein weit verbreiteter Irrglaube. Und der Anteil der Rechnungen, die wirkliche E-Rechnungen sind, also wirkliche strukturierte E-Rechnungen, ist dann doch noch geringer als das, was wir hier jetzt in diesen ja, in der ersten Übersicht mal vermuten würden. Deshalb nochmal Appell: Eine Bilddatei, ein strukturiertes PDF ist nicht im Sinne der EU-Richtlinie eine E-Rechnung. Das, wie gesagt, Grundlage des ganzen, der ganzen nächsten Folien. Wir hatten in der Agenda ja auch gesehen, dass es noch viele weitere Themenfelder gibt: Meldesystem, irgendwie Verpflichtungen und Verfahrensdruck und Co. Ich versuche das jetzt erstmal als erstes einzuordnen, damit Sie wissen, wovon wir sprechen, weil wir in den Folien danach oder ein bisschen mehr in den Deep Dive gehen und die einzelnen Themenfelder dann nochmal näher beleuchten. Die E-Rechnung an sich und auch die Verpflichtung, die ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben derzeit, Sie sehen das, was man ja auch sieht, eine E-Rechnungsverpflichtung, teilweise auf Bundesebene, auf Landesebene und auch im Ausland. Wir haben ja heute auch ein bisschen den Fokus, was machen andere Länder. Das ist das, was derzeit sichtbar ist. Was so ein bisschen in den Startlöchern ist, ist dieses Thema E-Rechnungsverpflichtung bei B2B, wo wir natürlich auch das, was wir schon oben sehen, das oberhalb der Wasserlinie ist, mit einbetten wollen. Das heißt, alle Lessons learned, alle Erfahrungen, die wir ja auch bei diesem ganzen Thema B2G gesammelt haben, wollen wir mit berücksichtigen. Wir haben ein Thema des elektronischen Meldesystems, was auch noch etwas weiter unten kocht. Wir hatten ja den Koalitionsvertrag, der schon eher mal ein bisschen angeteasert hat, dass es ein Meldesystem geben wird oder geben soll, um die Umsatzsteuerlücke zu reduzieren. Es gibt ja auch Bestrebungen der EU. Und das Ganze muss natürlich mitgedacht werden. Also die E-Rechnung alleine oder nur einen Prozessstrang alleine anzugucken, nützt nichts, sondern man muss das ganze Konstrukt beachten. Und da hängt auch natürlich mit rein, das, was Sie auf der rechten Seite sehen, die E-Rechnung nicht nur als einen Prozessstrang zu sehen, sondern wirklich auch, sei es jetzt innerhalb der Organisation oder auch zwischen Organisationen, wirklich so einen End-to-End-Prozess zu berücksichtigen. Also, dass Sie die E-Rechnung auch als Potenzial erkennen, um vielleicht weitere Automatisierung anzustoßen, um mal das Thema oder das unliebsame Thema Stammdaten. Da wird der eine oder andere wahrscheinlich auch sagen, das ist bei mir vielleicht auch nicht ganz so ideal. Das sind aber Möglichkeiten, jetzt mit der E-Rechnung das auch nochmal anzustoßen und hier nochmal klar Schiff zu machen. Auch wenn das keiner wirklich gerne macht, ist aber elementar. Ja, es gibt natürlich auch noch viele Möglichkeiten, diese E-Rechnung, ich hatte es ja vorhin auch gesagt, als Katalysator zu nehmen und die Daten zu verwenden, um auch Auswertungen zu machen, die Sie derzeit überhaupt noch gar nicht fahren können. Das ist so das Big Picture. Wir fangen jetzt erstmal an, uns von oben nach unten zu arbeiten. Wir haben oben E-Rechnungspflicht, Bund und Länder und Ausland. Ich will das Thema Ausland ganz kurz nochmal zeigen. Es gibt hier unzählige Länder und wir können auch gerne im Nachgang nochmal alle Länder durchschauen. Ich will eigentlich nur eines zeigen. Wenn wir jetzt mal 2024 anschauen, sind wir in Deutschland mit den Verpflichtungen, die wir haben, noch nicht so weit, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Beispielsweise Italien ist da ja schon ein ganzes Stück weiter. Da sprechen wir nicht nur von dem Rechnungsaustausch an die öffentliche Hand, an die Unternehmen, sondern auch an an den B2C-Bereich. Wir haben dort auch schon dieses Thema Meldeverfahren ganz anders adressiert und umgesetzt, als es in Deutschland ist. Und hier ist der Appell nur, wir haben Aufholbedarf. Wir müssen aktiv werden. Andere Länder zeigen ja auch, und da gibt es auch viele Lessons learned. Es kann sehr gut klappen. Es gibt viele Chancen, die wir nutzen können. Auch das Thema Umsatzsteuer hinsichtlich Meldeverfahren hat dort zu vielen Einsparungen
irgendwie verholfen. Also da gibt es viel, was wir lernen können. Wo stehen wir in Deutschland? In Deutschland ist das Thema auch nicht neu. Wir hätten uns sonst auch als Bompago nicht schon seit über 10 Jahren damit befasst. Um das ganze Thema der ÖV hier näher zu bringen, könnten wir, glaube ich, auch 10 Webinare machen. Ich will jetzt hier nur mal drauf eingehen, dass wirklich schon viele Meilensteine geschaffen wurden. Wir hatten Gesetzgebungsverfahren, wir hatten eine EU-Richtlinie, die verabschiedet wurde. Viele Grundsteinarbeiten oder grundlegende Arbeiten wurden schon getan. Es gab Verordnungen und es gab dann auch ab 2018 sukzessive nach und nach eine Verpflichtung im öffentlichen Bereich, mittelbare, unmittelbare Behörden, wo schon nach und nach der Empfang ja, sichergestellt werden musste. Und wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt 2023, wo wirklich auch im B2B-Bereich, der vorher nicht stark fokussiert wurde, wo es eher auf freiwilliger Basis war, wo wirklich Bewegung drin ist und wo dann gesagt wurde, okay, wir werden es auch gleich sehen, wenn wir perspektivisch 2028 dieses Thema Meldesystem, Meldeverfahren, was im Koalitionsvertrag letztes Jahr schon angeteasert wurde. Wenn wir das Ganze umsetzen wollen, müssen wir ja irgendwie erstmal digitale Rechnungen haben, weil was wollen Sie mit irgendwie ein Reporting haben, digital, wenn Sie noch Papierrechnungen verschicken? So. Und deshalb ist dann jetzt das Gespräch da, dass wir 2025 eine E-Rechnungsverpflichtung haben. Wir werden gleich nochmal ganz genau reingehen, wie sieht da diese spannende Zeit zwischen 2025 und 2028 aus. Das wird für Sie ja auch interessant sein. Hier ist nur wirklich wichtig zu wissen, wir haben da schon einiges in Deutschland gemacht, aber jetzt gilt es halt auch den nächsten Schritt zu gehen, sodass die Quote der elektronischen Rechnungen, die derzeit noch in Deutschland versendet und empfangen werden, dass diese noch höher wird. Wir haben ja das Thema auch der EU. Ich will Sie hier jetzt gar nicht mit Begrifflichkeiten langweilen. Sie müssen nur wissen, dass es auf der EU-Ebene neben diesen Verpflichtungen, die wir ja paar Folien vorher schon hatten, natürlich auch Bestrebungen gibt zum Thema Meldesystem. Das ist ein ja, Richtlinienvorschlag, der heißt VAT in the Digital Age. Da gab es jetzt auch schon, ich glaube, dieses Jahr vor allem sehr, sehr viele Abstimmungen, auch zwischen Verbänden und EU und Co., wo jetzt gerade diskutiert wird, wie kann dieses ganze Thema EU-Meldesystem für innergemeinschaftliche Umsätze aussehen. Wie gesagt, mehrere Konsultationsphasen ist derzeit noch nicht verabschiedet. Das läuft noch parallel. Das wird sich auch in Deutschland natürlich angeschaut. Und das ist oft, was wir beim Thema B2B-Verpflichtung haben, die Diskussion, die ich auch irgendwie mitbekomme, dass viel heißt, auf EU-Ebene ist ja noch nicht alles definiert. Ja, das ist auch so. Es ist auch viel in Deutschland noch nicht auf politischer Ebene definiert. Das sollte uns aber nicht daran hindern, das zu tun oder das vorzubereiten, was wir als Unternehmen oder Behörden, als Organisationen tun können. Ja, wir sollten nicht irgendwie auf alles warten, was die Politik in irgendeiner Weise vorgeben könnte. In Deutschland ist es so, dass das BMF sich dazu oder ja, ausgesprochen hat, dass wir diese zweistufige Umsetzung haben. Also erst einmal dieses Thema B2B-Verpflichtung, das andere Länder schon haben, und dann das Thema Meldesystem. Wir sind derzeit dabei, also es gab da auch verschiedene Konsultationsphasen. Der eine oder andere wird bei Ihnen auch schon involviert gewesen sein. Da ging es darum, wie soll die Zeitplanung aussehen, soll es Ausnahmen geben und Co. Das Ganze wurde zusammengefasst in ein Wachstumschancengesetz, was viel mehr beinhaltet als nur die E-Rechnung. Also da sind diverse Themen drin. Und das wurde verabschiedet vom Kabinett. Was aber ganz klar noch aussteht, ist das ganze Thema Bundestag und Bundesrat. Das soll voraussichtlich dieses Jahr noch passieren, November und Dezember. Ob das wirklich so bleibt und auch alles, was ich Ihnen jetzt in den nächsten Folien zeige, in Stein gemeißelt ist, also dafür werde ich nicht die Hand ins Feuer legen. Wichtig ist aber, es wird kommen, da sind alle Akteure einer Meinung, aber die Ausgestaltung kann natürlich noch etwas variieren, weil auch seit diesem Wachstumschancengesetz, was ich Ihnen jetzt auf der nächsten Folie zeigen werde, beziehungsweise der Ausschnitt, der die E-Rechnung betrifft, gab es natürlich auch viele Abstimmungen und Diskussionen. Was
Sie bekommen ja die Folien auch im Nachgang. Wir haben hier auch Hyperlinks gesetzt. Da können Sie das Ganze auch nochmal auf Seiten des BMF einfach nachlesen, wenn Sie sich darüber informieren wollen. Was hervorzuheben ist, ist, dass ab 2025 Ende des Vorrangs der Papierrechnung herrscht. Das heißt, wirklich strukturierte Datensätze, die in den EU-Richtlinien, die wir vorhin gesehen hatten, ja schon definiert wurden, dass die vorherrschend sind. Das heißt, auch keine PDF-Rechnung mehr, sondern wirklich strukturierte Datensätze, eine XML, das ist dann wirklich vorrangig. Und das bezieht sich, wir haben natürlich auch ein paar Restriktionen schon, das ist für in Deutschland ansässige Unternehmen, steuerpflichtige Lieferungen. Es gibt auch ein paar, wie sagen wir mal, so bestimmte Gebiete, die damit eingeschlossen sind. Aber es ist wirklich primär für Deutschland, für den Austausch zwischen zwei Unternehmen. Es gibt Ausnahmen wie Rechnung unter 250 Euro, Fahrausweise und Co. Das Ganze ist hier ab 2025 für den Eingang zu sehen auf der rechten Seite. Und das will ich nochmal hervorheben. Das hat das BMF auch nochmal ganz klar kommuniziert. Übergangsregelungen, die es gibt, die sind derzeit nur auf den Rechnungsausgang bezogen. Und das ist auch eine Sache, die mir in so vielen Abstimmungen die letzten Wochen aufgefallen sind, dass da noch ein Irrglaube herrscht, dass viele denken, Sie sehen ja jetzt hier diesen Zeitstrahl, na, ich kann doch noch 2026 Papierrechnungen bekommen, alles fein und ich habe doch noch Zeit. Und das ist wirklich nur die Ausgangsseite, die hier dargestellt wird, die Übergangsregelung hat. Und Sie sehen, wir müssen jetzt hier gar nicht jede Zeitspanne durchgehen. Wie gesagt, ob hier alles so genauso bleibt, werden wir sehen. Es ist aber ganz klar, dass die Papierrechnung früher oder später auch im Ausgang nicht mehr akzeptiert wird. Das heißt, wir haben ja diese plakativen roten Kreuze. Das wird passé sein. Und das Thema EDI ist auch eine Diskussion, die entfacht wurde, nachdem das Ganze hier im Wachstumschancengesetz so drinsteht, wie Sie das hier auch sehen. Würde bedeuten, EDI ist am Ende. Da hat sich das BMF, und das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie, aber auch nochmal dazu geäußert, dass dieses Thema doch nochmal angeschaut wird. Also es wird derzeit bei diesem Thema EDI doch daran gearbeitet, das nochmal weiter zu nutzen. Also im Gegensatz zu dem, wie es so definiert war im Wachstumschancengesetz, was ich Ihnen verlinkt hatte. Sie hatten auch nochmal konkretisiert, und das sind so ein paar Formate, die Sie wahrscheinlich auch schon kennen oder mal wenigstens gehört haben, dass Rechnungen nach dem X-Standard, also die X-Rechnung und auch eine Zugpferdrechnung, die ja sowohl ein Sichtformat als auch die Daten dahinter hat, gelten wirklich als strukturiertes elektronisches Format. Das wurde nochmal ganz klar so gesagt. Und dann, wenn wir so eine hybride Rechnung haben, das heißt auch einen strukturierten Formatteil, dann ist dieser strukturierte Teil immer der führende. Und was das BMF auch noch gesagt hat, das hatte ich aber in der Folie vorher schon gesagt, alles, was vorher kommuniziert wurde an Ausnahmen, ist wirklich auf den Ausgang zu beziehen. Und das ändert doch bei vielen einiges, weil sie dachten, sie haben da doch noch lockere Zeiten, vor allem die kleinen Unternehmen, die irgendwie unter 800.000 Euro Jahresumsatz haben, dachten da, sie müssen den Rechnungseingang vielleicht noch gar nicht so anfassen, sondern haben da noch Zeit. Das ist nicht ganz so. Wir hatten jetzt ja das Thema E-Rechnung. Ich gehe nochmal auf den Eisberg zurück. Wir hatten oben das Thema B2G, dann unter der Eisfläche das Thema B2B und dann kommt das ganze Thema Meldesystem. Ich habe es jetzt hier sehr, sehr vereinfacht dargestellt und es gibt diverse Diskussionen, wie am Ende dieses System aussehen wird. Will ich hier gar nicht zum Diskussionsthema machen. Es geht mir nur darum, falls der eine oder andere das Thema noch nicht auf dem Schirm hat, es etwas leichter und sagen wir mal verdaulicher darzustellen. Derzeit ist es ja so, wir haben Rechnungen, die werden zwischen dem Rechnungssteller und dem Rechnungsempfänger ausgetauscht. Derzeit sind es oft Papierrechnungen, PDF-Rechnungen, vielleicht mal die eine oder andere Zugpferde- oder X-Rechnung. Dann haben wir Umsatzsteuervoranmeldung und nochmal zusammenfassende Meldung. Das läuft aber relativ autark losgelöst voneinander. Perspektivisch ist es so, wenn wir alles elektronisch bekommen, dass in einer beispielsweise Echtzeit
gewisse Daten einer Rechnung dann weitergegeben werden an ein Meldesystem, was dann auch wieder diese Informationen weiterverteilt. Das heißt, das Thema Umsatzsteuerlücke und Co. aufgedeckt wird, beziehungsweise gar nicht mehr so möglich ist. Und das ist so die Idee dahinter, dass wir hier eine Transparenz haben, die derzeit überhaupt noch nicht möglich ist, weil, wie gesagt, alles erstmal papierbasiert hin und her geschickt wird. Und das ist nur ganz prototypisch und sehr vereinfacht dargestellt, dieses Thema Meldesystem, was natürlich nur funktioniert, wenn wir vorher B2B-Verpflichtung haben und Rechnungen digital bekommen. Deshalb da auch dieses zweistufige Verfahren des BMF, erst verpflichten, dann ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und die Quote hochzubekommen, sodass dann perspektivisch auch dieses Thema Meldedaten überhaupt angegangen werden kann. Wie das Ganze aussieht, welche Plattformen und Co. es da geben wird, da wird auch noch einige Zeit ins Land gehen. Es wird noch definiert werden. Es gibt ja auch viele Länder, die das schon gemacht haben, sei es Frankreich, die da drin sind, oder Italien, die schon länger das Ganze umgesetzt haben. Das würde jetzt hier aber zu weit führen. Sind wir, um nochmal das Bild aufzumalen, jetzt immer noch beim Eisberg. Wir hatten jetzt die E-Rechnung direkt unter der Wasserlinie, das Meldeverfahren noch ein bisschen weiter runter, zeitversetzt ja auch auf 2028 gerade terminiert. Und dann hatten wir nochmal so Sachen gesehen wie Verfahrensdoku. Ich zeige Ihnen jetzt nur, oder ich sage Ihnen auch, warum ich das mal hervorheben möchte, weil das auch ein Thema ist, was öfter in den Gesprächen rauskommt, was gar nicht bedacht wird. Also Sie sind verpflichtet, eine GOBD-konforme Verfahrensdokumentation vorzulegen. Und die Rechnung, die E-Rechnung oder auch die Papierrechnung oder die Rechnungsbearbeitung im Allgemeinen ist davon auch betroffen. Ich will es nur noch mal an der Stelle, weil das bei so einem Projekt, wenn Sie ein Projekt mal aufsetzen, mitgedacht werden kann und es eigentlich die beste Möglichkeit ist, weil viele haben es noch nicht. Sie müssten es haben, aber sie haben es nicht. Die haben vielleicht einen Anbieter wie beispielsweise JobRouter im Einsatz. Und der Irrglaube besteht tatsächlich, das hatte ich bei vielen Akquisegesprächen ja auch bestätigt bekommen, dass man denkt, okay, ach, wir haben doch was modelliert in einem System. Und ja, ich habe doch irgendwie so ein Handbuch von einem Anbieter bekommen. Da bin ich doch sicher, da kann ich doch der Prüfung super entgegentreten. Habe ich doch irgendwie alles. Und das ist nicht der Fall. Mein Appell, Sie brauchen eine Verfahrensdoku für aufbewahrungspflichtige Unterlagen, seien die jetzt digital, seien die papierbasiert. Und Sie müssen lückenlos wirklich beschreiben, wie legen Sie ab. Wie stellen Sie sicher, dass keiner Zugriff hat, dass nichts verändert wird? Wie stellen Sie sicher, dass Sie die Freigabeprozesse, Freigabeschritte und Co. einhalten? Und das muss in der Verfahrensdoku auch berücksichtigt werden. Und wenn Sie ein Projekt anstoßen, sei es im Eingang, sei es im Ausgang, bitte denken Sie daran, das so aufzubereiten. Sie wollen ja auch keine Doppelarbeiten machen. Also ein E-Rechnungsprojekt soll ja praktikabel auch für Sie sein. Machen Sie das so, dass Sie da auch solche Dinge dokumentieren und mitnehmen und runterschreiben, sodass Sie die später auch für eine Verfahrensdoku nehmen können. Das Thema Verfahrensdoku ist ein großes Konstrukt an sich. Wer da nochmal Fragen hat, kann ich Ihnen auch gerne erläutern, wie so eine Verfahrensdoku prototypisch aussehen kann. Ist aber jetzt sonst auch relativ viel. Wie gesagt, nur Appell, denken Sie das mit und dokumentieren Sie auch alles, was Sie in dem E-Rechnungsprojekt machen. So, jetzt haben wir mal, sagen wir mal, alle kleinen Happen, die es so gab, mal kurz erklärt. Und jetzt möchte ich das Ganze zusammenziehen. Okay, welche Action Points gibt es denn für Sie? Welche Systeme müssen Sie anpassen? Und wie geht es in so ein Projekt auch typischerweise rein? Das hier ist jetzt auch wieder sehr, sehr einfach gehalten und sehr, ja, sehr prototypisch. Und es ist auch sehr viel auf den Status quo. Der Status quo meint, ich habe jetzt hier in meine Abbildung reingenommen, dass wir auch natürlich in dieser Welt, und das wird auch in einer Übergangsphase ja noch so sein, E-Rechnung bekommen, das heißt strukturierte Rechnung oder auch im Ausgang strukturierte Rechnung haben. Es wird aber immer noch in einer Übergangsphase Papier geben, es wird PDF-Rechnung geben und Co. Deshalb ist hier mal alles zusammengefasst. Mein Appell an Sie ist,
Wenn Sie starten, schneiden Sie sich das Ganze auch so ein bisschen. Also Sie können nicht mit einem Projekt sofort alles erschlagen und alles, jedes Problem, was Sie in der Organisation haben, mit einem kleinen Projekt retten, sondern gehen Sie mit Sinn und Verstand ran und schneiden Sie sich die Themen, die Sie auf jeden Fall anschauen müssen, sind einerseits jetzt beispielsweise im Rechnungseingang. Wie kommen die Rechnungen mit diesen verschiedenen Formaten denn rein? Wie organisieren Sie den Posteingang? Der Posteingang ist, wenn Sie einen passenden Anbieter haben und irgendwie E-Rechnung bekommen und da schon alles definiert ist und schon alles standardisiert ist, ist das ein einfaches Durchrouten einfach. Da ist kein, also wenn Sie es einmal initial aufgesetzt haben, ist das relativ einfach. Beim Thema Papier und PDF gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Ich sage nochmal Stichwort Datenextraktion, also OCR und Co. Das sind aber alles Themenfelder, die perspektivisch stark abnehmen werden. Also sich jetzt riesige OCR-Straßen und Center aufzubauen, wird nicht ganz perspektivisch nicht ganz mehr so relevant sein, aber Sie müssen trotzdem gewappnet sein für Übergangszeiten, wo Sie doch noch verschiedene Formate bekommen. Also schauen Sie sich das an, schauen Sie sich den Rechnungseingang an, dann die Rechnungsbearbeitung und dann kommt es natürlich ganz klar, klassisch in Workflows, wenn eine Rechnung eingekommen ist, wie wird die freigegeben, also die typischen Workflows, die anfallen. Schauen Sie sich dieses ganze Thema Archivierung, was sowohl den Eingang, aber auch den Rechnungsausgang betrifft, schauen Sie sich das Ganze an, weil das brauchen Sie ja auch. Wenn Sie jetzt beispielsweise nur papierbasiert unterwegs sind derzeit, haben Sie vielleicht Ihr Papierarchiv. Perspektivisch bekommen Sie aber eine X-Rechnung oder eine Zugpferdrechnung und die müssen Sie archivieren. Sie müssen auch Ihre Rechnungsfreigaben archivieren. Stichwort Verfahrensdokumentation. Und da brauchen Sie auch ein dementsprechendes System, sowohl für die Workflows als auch für die Archivierung. Es gibt verschiedenste Anbieter. Es gibt Anbieter, die können alles zusammen. Die können das Komplettpaket liefern oder vielleicht mit Vertriebspartnern oder anderen Systemen zusammen. Sie haben wahrscheinlich auch ERP-Systeme im Einsatz. Das ist eigentlich auch egal, in welchem Unternehmensgröße man ist. Irgendwas in diesem Sinne, ob es jetzt ein ERP ist oder CRM oder irgendwie eine rechnungsstellende Software, gibt es auch oft. Und schauen Sie sich das ganze Thema an. Wo können Sie archivieren? Was ist das führende System und welche vor- und nachgelagerten Systeme haben Sie? Und beim Thema Rechnungsausgang ist es natürlich auch, was können Ihre bestehenden Systeme überhaupt schon zum Thema digitale Rechnung, E-Rechnung leisten? Viele können derzeit PDF-Rechnungen generieren. Es sind aber auch noch nicht alle so weit, dass sie wirklich auch E-Rechnungen verschicken können, also X-Rechnungen. Und schauen Sie sich, also mein Ansinnen in den Projekten ist, man muss nicht immer alles komplett auf links krempeln oder auf rechts krempeln, sondern schauen Sie mit Sinn und Verstand, was können Sie nachnutzen. Oder auch, was können Sie nicht nachnutzen? Also wo müssen Sie vielleicht, wo können Sie durch relativ einfache Anpassungen der Systeme und Abstimmung mit den bisherigen Dienstleistern was machen? Aber auch, wo ist das nicht möglich? Wo sind Sie nicht zukunftsfähig und wo müssen Sie vielleicht auf einen anderen Anbieter setzen? Und schauen Sie sich das genau an. Man muss nicht immer alles komplett ändern, aber stellen Sie sich die Frage auf jeden Fall, können Sie das mit dem Bestehenden oder müssen Sie irgendwo halt Ihre IT-Landschaft ein bisschen anpassen, sodass Sie da zukunftsfähig aufgestellt sind? Wie gesagt, das, was Sie hier sehen, gibt es Anbieter. Und der wird Jan später ja auch nochmal über JobRouter erzählen, was da alles möglich ist, die viel können. Es gibt Anbieter, die sehr spezialisiert sind auf einzelne Bausteine. Da gibt es nicht das richtig und falsch, sondern es ist immer je nachdem, was Sie auch vorhaben hinsichtlich Ihrer Digitalstrategie. Wir sind ja jetzt hier nur im Kosmos der E-Rechnung. Wenn Sie irgendwie noch mehr Prozesse abbilden wollen, haben Sie das mit im Hinterkopf, um den passenden Anbieter auch auswählen zu können. Weil sonst investieren Sie jetzt wegen der B2B-Verpflichtung in ein neues System, wollen aber vielleicht auch nächstes Jahr irgendwie noch andere Prozesse, keine Ahnung, Personalwesen oder irgendwas in der Beschaffung oder sonst wie noch digital abbilden, denken Sie das halt einfach mit. Und wenn Sie jetzt
alles, um so jetzt auch zur vorletzten Folie zu kommen, wenn Sie jetzt mal alles zusammenziehen in einer idealen Welt perspektivisch, was muss da alles berücksichtigt werden, um dieses ganze Themenfeld der E-Rechnung ja, sagen wir mal, zum Erfolg zu bringen? Also wir haben einerseits Prozessstandards, sowohl beim Sender und beim Empfänger, da hängen Prozesse mit rein, dahinter liegen Systeme. Wir hatten es ja eben sehr ja, sehr runtergebrochen mal gesehen innerhalb einer Organisation. Wir haben jetzt ja wieder den Blick raus, quasi zwischen Organisationen, sei das jetzt im Privatbereich oder im öffentlichen Bereich, Privatwirtschaftsbereich. Also Sie müssen Prozessstandards definieren, Sie müssen Regelfälle definieren, auch im Austausch. Idealerweise sind Inhaltsstandards der Errechnung definiert. Das ist natürlich politische Vorgabe auch. Wir haben da auch noch ein bisschen Nachholbedarf gemäß der SEN-Norm, da noch mal ein bisschen zu konkretisieren und auf dem B2B-Bereich noch mal ein bisschen zu optimieren. Es gibt das ganze Thema Transport. Hier wird sich auch sehr, sehr viel ändern oder nicht ändern, sondern konkretisieren. Was sind jetzt wirklich die Standards, die vorherrschend sind? Beispielsweise PEPPOL ist ja jetzt auch schon ein Themenfeld, was auch schon sehr stark in der Nutzung ist. Wenn das alles perspektivisch wirklich überall der Haken dran ist und diese drei Standardisierungsebenen wirklich umgesetzt werden, führt das dann auch nachhaltig zum Erfolg. Das ist so mal das Big Picture. Und jetzt, ja, so wirklich zum Ende zu kommen, ist, wie können Sie überhaupt losstarten? Es gibt nicht das E-Rechnungsprojekt. Es gibt nicht das eine Projekt, was irgendwie alles, was Sie im Unternehmen machen könnten, müssten, ja, was das abdeckt. Das wäre auch etwas zu viel, alles in eins zu packen. Gehen Sie nicht mit Angst rein, sondern mit einfach passenden Ressourcen und auch ja, eine Motivation und schneiden Sie sich das Ganze, damit Sie sich da halt aber auch nicht verrennen. Man kann das Ganze natürlich in Rechnungsausgang und Rechnungseingang teilen. Was ich aber, egal wo Sie unterwegs sind, wirklich sagen möchte, und das hatte ich auch in der ersten Folie, denken Sie nicht nur an die rechtlichen und technischen Vorgaben, sondern denken Sie auch an dieses ganze Thema Organisation, dass Sie Ihre Organisation dafür aufstellen, dass Sie die Leute dafür auch sensibilisieren, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die Bescheid wissen, was sich da ändert, weil durch diese E-Rechnung und die Bearbeitung wird sich auch einiges ändern. Ich habe jetzt ja noch gar nicht Dinge wie KI und Automatisierung und all die Schritte, die danach kommen, habe ich jetzt ja noch gar nicht so in den Fokus gestellt. Es wird sich etwas ändern, aber das muss kommuniziert werden. Und auch Change Management, Schulungen, wenn Sie neue Systeme einsetzen, bestehende Systeme auswählen, oder bestehende Systeme nicht auswählen, sondern anpassen, muss das wirklich auch mitgeteilt werden. Und das sind teilweise die Projekte, wo wir dann auch kurz vor knapp gerufen werden. Na, ich habe doch jetzt ein System, der Anbieter schult vielleicht, wie die Systeme funktionieren, das klar. Aber was das fachlich heißt und was das für die Organisation heißt, was da verändert werden muss, das wird oft vergessen. Und das sind Dinge, die dann auch leider mal zum Scheitern von Projekten führen können, auch wenn ein System perfekt customized ist und bereit wäre, genutzt zu werden, wenn das die Mitarbeiter nicht sind oder auch die Lieferanten oder Debitoren damit nicht umgehen können, sie da diese, sagen wir mal, die Stakeholder nicht mit berücksichtigt haben, dann bringt ihnen halt auch das System am Ende nichts. Also denken Sie da wirklich ganzheitlich und Dinge wie Verfahrensdruck, hatte ich vorhin gesagt, denken Sie das einfach mit. Und nehmen Sie da wirklich die Leute da auch mit und denken nicht nur an die Verpflichtung und an Rechtliches, das auch wichtig ist, ganz klar. Aber das sind so die Nuancen, die oft vergessen werden. Und allerletzte Folie dann meinerseits, berücksichtigen Sie bitte auch bei diesem Thema, dass Sie frühzeitig anfangen, auch intern. Also klar, einerseits näher die Deadline rückt. Wenn wir jetzt derzeit bei 2025 sind, dann wird es so sein, dass es egal, ob es jetzt Beratungen sind oder Anbieter, dass da natürlich der Beratungsbedarf steigt in irgendeiner Form. Gleichzeitig ist aber auch die Ressource der Beteiligten dann irgendwo endlich und nicht unendlich und dann fällt es halt auch mit runter. Das müssen Sie aber nicht nur bei den Externen berücksichtigen, berücksichtigen Sie das bitte auch intern.
weil kein Projekt der Welt funktioniert nur mit Beratern oder nur mit Anbietern. Das wird nicht funktionieren. Sie selbst müssen als Organisation, egal ob Sie im Privatbereich sind, egal ob Sie im Public-Bereich sind, Sie müssen Ihre Leute, Sie müssen ja Prozesse aufnehmen, Sie müssen Sollprozesse definieren. Es ist ja nicht nur irgendwie mit dem Eingang und dem Ausgang getan, sondern da ist mehr zu machen. Und berücksichtigen Sie das auch in Ihrer internen Planung. Und planen Sie die Projekte so ein, dass Sie auch genug Ressourcen intern haben, weil sonst sind wir am Ende wirklich an der Deadline und alle laufen dann auf einmal irgendwie kopflos rum und das will ja keiner und das hilft auch keinem. Und das ist auch dem Thema nicht dienlich, was ja so viel Potenziale hat und Möglichkeiten bietet. Ja, gesagt, dieses ganze Thema Automatisierung, Vernetzung und Co. ist hier jetzt ja noch nicht mal Teil des Vortrags. Und da gibt es noch so viel Potenzial und Möglichkeiten. Und nutzen Sie das und sehen Sie das in der Organisation als Chance und seien Sie nicht viel zu spät, weil dann kann das auch ein unliebsames Thema werden und das will keiner und braucht keiner und muss auch keiner so sehen. Deshalb, in dem Sinne, bedanke ich mich für die Zeit. Wir kommen jetzt ja auch noch mal in den Fragenteil. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, gerne jederzeit rufen Sie durch oder kontaktieren Sie Jan. Wir haben auch viel auf der Homepage, wenn es wirklich rein informativ ist, auch für falls jemand aus dem öffentlichen Sektor dabei ist, weil ich jetzt nicht so den starken Fokus drauf gelegt habe. Da gibt es ja auch viele Abstufungen. Auf unserer Homepage haben wir auch so interaktive Karten von Deutschland, wo wir sagen, wo stehen wir denn da beim Thema E-Rechnung? Wo haben wir eine Verpflichtung? Wo haben wir ein Portal? Wo vielleicht auch noch nicht? Das haben wir ganz gut grafisch nochmal aufgebaut, um einfach dieses Thema Awareness schaffen, in den Fokus zu stellen. Und das wäre auch meine Bitte an Sie, wenn Sie jetzt aus dem Webinar rausgehen, tragen Sie das Thema auch, wenn Sie mit Kollegen oder anderen Organisationen arbeiten oder sich austauschen. Geben Sie es mal mit, weil vielen ist dieses Thema E-Rechnung immer noch nicht so ganz bewusst. Und ich freue mich, dass wir zwar heute so viel oder so eine Vielzahl an Teilnehmenden haben, aber es könnten immer noch mehr sein, die das Thema auch kennenlernen. Von daher der Appell meinerseits an Sie, nutzen Sie das Thema auch und verteilen Sie das. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Ja, prima, ja, danke, gehen wir Nina. in den Fragenteil über. Ja, beziehungsweise ich würde ja jetzt noch ein bisschen was sagen zum Thema Stimmt, ja. mögliche Umsatzszenarien mit Jobrouter. Ich teile noch mal ganz kurz meinen Bildschirm. So, jetzt müssen wir wieder on air sein. Ja, vielen Dank, Nina, nochmal. Also sehr spannende Themen und man sieht mal wieder, was da alles so auf uns zukommen wird in nächster Zeit. Und das ist ja nicht wenig, wie man gesehen hat. Und vor allen Dingen glaube ich auch, genau wie du, dass viele Unternehmen sich vielleicht mit einer Seite schon auseinandergesetzt haben, aber vielleicht die andere Seite dann an der Stelle vergessen. Ich würde noch ein bisschen was für die unter Ihnen, die Jobrouter jetzt noch nicht kennen. Es sind ja auch viele Partner in dem Webinar, wie ich gesehen habe. Aber für diejenigen, die Jobrouter noch nicht kennen, noch mal kurz ein paar Worte zu Jobrouter verlieren und dann gehen wir in die Fragerunde. Es sind nämlich auch tatsächlich ein paar Fragen reingekommen. Jobrouter bietet eine Digitalisierungsplattform, die erstmal ganzheitlich eingesetzt werden kann für die Digitalisierung von unterschiedlichsten Geschäftsprozessen. Das bedeutet wirklich von einem Urlaubsantrag bis hin zu einem komplexen E-Rechnungs Projekt kann man im Prinzip mit Jobrouter jeglichen Geschäftsprozess digitalisieren. Und das Ganze setzt sich so zusammen, dass wir im Prinzip eine eigene Workflow-Engine haben, über die ich diese Geschäftsprozesse dann digitalisiere, dass wir aber auch eine Möglichkeit eben mitbringen, die Dokumente abzulegen, zu archivieren und auch zu verwalten. Und das ist ja, wie Nina eben gesagt hat, auch bei dem Thema Rechnung und E-Rechnung auch wichtig, dass diese entsprechend auch archiviert werden und wir haben ein eigenes Datenmanagement im System mit drin, was auch wichtig ist, um letztendlich gerade bei Rechnungen eben das Thema Stamm- und Bewegungsdaten im Prozess dann auch zu benutzen. Und jetzt ist es entscheidend, dass diese Plattform eben gerade beim Thema E-Rechnung eben vorne die richtigen Eingangskanäle eben bedient. Und das ist ja Stand heute schon so für diejenigen unter Ihnen, die Jobrouter kennen. Wir verarbeiten heute ja schon elektronische Rechnungen mit Zugpferd oder XML-Dateien. Und da die Formate ja jetzt noch nicht hundertprozentig klar sind, was da kommen wird mit der E-Rechnungspflicht, haben wir
als Unternehmen natürlich da auch ein massives Auge drauf, was da kommen wird. Wir sind aber sicher, dass wir das mit den Kapazitäten, die Jobrouter da einfach mitbringt in der Plattform, definitiv dann eben auch verarbeiten werden können. Und das Ganze eben nicht nur auf der Eingangsseite, Nina hat es eben erwähnt, sondern eben auch auf der Ausgangsseite, denn Sie können mit Jobrouter eben auch Projekte umsetzen, wo Ausgangsrechnungen durch das System erzeugt bzw. versendet werden an den Empfänger. Und da ist es dann eben auch wieder entscheidend, dass die relevanten Formate eben generiert werden können. Und es ist natürlich wichtig, dass man sich in bestehende Systemlandschaften, vor allen Dingen ERP-Systeme, Finanzbuchhaltungssysteme, integrieren kann. Und das ist bei Jobrouter eben der Fall. Wir haben für, nennen wir es mal, die gängigen bekannten ERP-Systeme Konnektoren, wie zum Beispiel für SAP, sodass man sich dort entsprechend integrieren kann, den Rechnungsaustausch und auch den Stamm- und Bewegungsdatenaustausch entsprechend sicherstellt und darüber dann eben das Gesamtprojekt von der Aufnahme der elektronischen Rechnung bis hin zu der Verbuchung und Archivierung im System mit Jobrouter entsprechend umsetzen kann. Wenn man generell mal auf Rechnungsprozesse schaut, und Nina hatte das eben auch so ein bisschen in dem Schaubild schon mal grob angerissen. Das ist jetzt hier nochmal die Ebene im Prinzip drunter. Wir nennen das im Prinzip die fünf Prozessschritte oder die fünf Bausteine, die sich im Rahmen von einem Rechnungsprojekt ergeben. Und das fängt ganz vorne an mit der Erfassung. Und da ist Stand heute, und Nina hat es auch gesagt, die Herausforderung einfach, dass wir einen Multikanaleingang noch haben. Es kommen also Rechnungen in Papierform, es kommen Rechnungen per E-Mail als PDF und es kommen auch schon elektronische Rechnungen. Und das System ist im Prinzip in der Lage, all diese Kanäle Stand heute zu bedienen, ist also auch sehr schön einsetzbar für solche Übergangsphasen, dass man eben sagen kann, bis zu dem Punkt, wo dann wirklich nur noch elektronische Rechnungen kommen, kann im Prinzip hier trotzdem sichergestellt werden, dass jegliche Rechnungen, die eingehen, durch Jobrouter verarbeitbar sind. Und ich habe das Ganze dann mal ausgecrosst, weil das wird dann wesentlich einfacher, wenn die E-Rechnungspflicht dann kommt und wirklich nur noch elektronische Rechnungen ausgetauscht werden, dann spart man sich zumindest vorne diese Komplexität bei der Erfassung. Nichtsdestotrotz muss das System natürlich weiterhin sicherstellen, dass die eingehenden elektronischen Formate verarbeitbar sind. Und der Rest der Bausteine, der bleibt einfach der gleiche, egal in welchem Format die Rechnung nämlich kommt, denn buchhalterisch ist ja jetzt diese Rechnung, die eingeht, trotzdem, egal ob sie jetzt per E-Rechnung kommt oder per PDF, ist sie trotzdem noch abzugleichen. Sie ist trotzdem noch inhaltlich zu prüfen, steuerrechtlich zu prüfen und eben sicherzustellen, dass A, die Rechnung nicht nur formatmäßig gesetzeskonform ist, sondern eben auch inhaltlich A, gesetzeskonform und B, auch kaufmännisch eben relevant und richtig ist für das Unternehmen. Und das macht man im Prinzip dadurch, dass man bei den bestellbezogenen Rechnungen, die eben sofort vergleicht gegen Bestellinhalte und Wareneingänge. Und das kann Jobrouter automatisch tun. Und bei nicht bestellbezogenen Rechnungen, die eben über einen Freigabeprozess versendet, wo dann eben in einem Multi-Augen-Prinzip die Rechnung nochmal inhaltlich geprüft wird. Und das kann eben auch heute schon über Jobrouter realisiert werden, über die Workflow-Szenarien, die ich eben schon angesprochen habe. Und das betrifft Sie genauso eben auch bei elektronischen Rechnungen. Das Thema Buchung ist dann der nächste Baustein. Da geht es im Prinzip darum, dann die Rechnung auch kaufmännisch in die Finanzbuchhaltungssysteme einzubuchen. Auch das ist was, was Jobrouter heute schon tut und natürlich auch in Zukunft für elektronische Rechnungen tun wird und heute ja schon tut. Und der Baustein Archivierung, den auch Nina angesprochen hat, also für die E-Rechnungen, gilt genauso die gesetzliche Aufbewahrungsfrist für kaufmännische Unterlagen wie für alle anderen Rechnungsformate. Und das ist mit Jobrouter an der Stelle auch gewährleistet. Das wollte ich Ihnen noch mal kurz transportieren. Sie können heute schon elektronische Rechnungen mit Jobrouter umsetzen, sowohl beim Eingang als auch beim Ausgang. Und ich würde dann jetzt an dem Zeitpunkt hier noch mal einen Cut machen und auf die Fragen kommen, die eingereicht wurden. Da kam nämlich auch durchaus die eine oder andere Frage hoch.
Ich würde einfach mal vorlesen, Nina, da sind einige Fragen, die auch dann so in deine Richtung gegangen sind. Und ich hoffe, dass du sie vom Steg weg beantworten kannst. Ich fange einfach mal chronologisch oben an. Und wenn wir heute nicht alle schaffen, weil es sind wirklich viele doch gekommen, dann würden wir die natürlich im Nachgang bearbeiten. Also eine Frage kam hier, basiert die E-Rechnung europaweit zukünftig auf PEPPOL? Weil Zugfährt ja nur in Deutschland und Frankreich standardisiert ist heute. Kannst du das beantworten, Nina? Gut, also ich hatte es ja gesagt, PEPPOL ist ja ein Thema, was derzeit schon in anderen Ländern oder auch auf Bundesebene sehr stark genutzt wird. Es ist eine Möglichkeit, dass es so kommt. Wir sehen ja auch die Vorteile, wie es am Ende entschieden wird, was da wirklich am Ende sein wird. Kann ich nicht, also es ist ein bisschen eine Glaskugel lesen, aber meine Vermutung ist es schon, dass es PEPPOL-basiert sein wird. Ja.